Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. 2 Tage sind vergangen, seit das bekanntlich wahlentscheidende TV-Duett zwischen Sterkel und Meinbrück auf 4 Sendern gleichzeitig übertragen wurde, und noch immer diskutieren die Experten, wer schöner gesungen hat. Ich muss zugeben, dass ich da genauso wenig mitreden kann wie der Kollege Schmickler, weil auch ich mir lieber einen schönen Abend gemacht habe. Ich finde, jeder Mensch, der bereit ist, sich eine solche Veranstaltung anzusehen, sollte dafür anständig bezahlt werden. Wenn unsere Spitzenpolitiker für das Halten von Vorträgen bis zu 15.000 Euro pro Stunde kassieren, sollte das Aushalten dieser Vorträge ähnlich hoch entlohnt werden. Ohne Bezahlung macht es überhaupt keinen Sinn, sich durch eine solche Veranstaltung Lebenszeit stehlen zu lassen. Denn wer zu denen gehört, die ernsthaft erwartet haben, dass am Sonntagabend von Steinkel und Merkbrück irgendetwas Neues zu hören sein würde, gehört mit großer Wahrscheinlichkeit auch zu den 45% der unter 30-Jährigen, denen laut Umfrage noch nicht mal bekannt ist, dass im September eine Bundestagswahl stattfindet, beziehungsweise er oder sie gehört zumindest zu den 58%, die bis heute nicht wissen, wie unser Wahlrecht mit Zweitstimme und Erststimme überhaupt funktioniert. Wer aber zu den 42% gehört, die unbeirrt glauben, dass die Erststimme die entscheidende Stimme ist und man die Zweitstimme traditionell ruhig wie einen abgenagten Knochen als Trostpreis der FDP hinwerfen kann, der hätte sich das Trauerspiel erst recht ersparen können. Ihre Erststimme können nämlich nur wenige Auserwählte in 2 besonderen Wahlbezirken des Landes an Steinmerk und Kehlbrück vergeben. Alle anderen können ihre Erststimme nur Personen geben, von denen sie glauben, dass sie genau das tun werden, was Brückmerk und Kehlstein am Sonntag versprochen haben. Und weil inhaltlich eh längst alles Wurst ist, denn wer ist nicht für stabile Renten, faire Löhne, weltweiten Frieden, Sicherheit, Chancengleichheit und Wohlstand für alle, dreht sich die Bewertung des TV-Düls vornehmlich um Kategorien wie: wer wirkte aggressiver, wer wirkte souveräner, wer wirkte sympathischer, beziehungsweise meine alte Lieblingskategorie: wer war besser als erwartet. Wenn der bestellte Handwerker nicht 2 Tage, sondern nur 6 Stunden zu spät kommt, dann war er besser als erwartet. So gesehen kann auch das Wahlergebnis aus meiner Sicht nur besser als erwartet werden. Bis neulich. Weitere Angebote zum Downloaden und mehr Informationen auf wdr2.de.